Die neunjährigen Asu und Flora lieben es zu lesen. Zusammen mit ihrer Klasse 4b der Schule am Wasser in Bremen-Grohn und ihrer Lehrerin Mabel von Bodmer besuchen sie das Projekt Bremer Bücherkiste in der Sparkassenfiliale am Brill. Voller Vorfreude können sie es kaum erwarten, ihre gelesenen Bücher gegen andere Exemplare aus der Kiste auszutauschen. Doch zuerst liest Ulrike Höfelmann, die Vorsitzende der Bremer Leselust e.V., zusammen mit Tim Nesemann, dem Vorsitzenden der Sparkasse Bremen, aus Vier für Werder vor. Für Ulrike Höfelmann steht fest, junge Leute lesen zu wenig und da muss was getan werden. Können sich aber darauf verlassen, dass sie hier in der Bücherkiste Bücher finden. So ist unser Konzept. Natürlich sollen sie auch in die Bibliotheken gehen und sie sollen auch in den Schulbibliotheken zum Lesen angeregt werden. Unser Bestreben ist, Lesen an besonderen Orten zu präsentieren, wo es Spaß macht und wo man eine positive Verbindung zu dieser auch für die Zukunft entscheidenden Qualifikation hat. Also ein besonderer Ort, dann weiß man, da war das toll, da war das anders als sonst. Ach, und da wurde gelesen. Lesen macht schlau. Mit diesem Vorsatz verteilte die Bremer Leselust 65 Kisten in 60 Bankfilialen. Das Projekt dient als Tauschbörse, denn Bücher sind teuer, aber wichtig. Die Kinder lesen nicht nur schöne Geschichten, sondern lernen auch neue Dinge zu verstehen und Gedanken zu knüpfen. Asu und Flora lesen für ihr Leben gern. Sie haben schon ihre Bücher gegen ein neues ausgetauscht und stecken ihre Köpfe zusammen, um in den neuen Schätzen zu schmökern. Sie sind begeistert von dem Projekt. Hier ist es total, weil es so groß ist. Hier gibt es Sofas, Trinken, Essen, einen Tisch und da gibt es Aufhänge, wo wir unsere Jacken aufhängen können. Wegen, dass es hier so groß ist auch. Und hier Geschenke geben, so Buch, Bücher und so. Da. Mit ihren Klassenkameraden wühlen sie in den Kisten und schauen sich die neuen Eroberungen an. Ein wahrer Goldschatz. Auch ihre Klassenlehrerin setzt sich mit ihnen zusammen, um zu lesen. Mabel von Bodmer weiß, dieses Projekt zu schätzen. Ich finde es wunderbar, weil die Kinder mal aus ihrer Schule rauskommen und mal an einem anderen Ort sehen und durch eine andere Person auch wissen oder erfahren, wie wichtig Lesen ist. Ich sage es ihnen immer nur. Und ich finde es wichtig, wenn sie es selber dann auch mal von anderen Menschen erfahren. Nun freuen sich die Kinder darauf, zu Hause ihre Nasen in die neuen Bücher zu stecken und abzutauchen in eine Welt voller Eigenfantasien und Ideen. Und wenn Sie noch ein schönes Kinderbuch zu Hause haben, das Sie abgeben möchten, dann bringen Sie es doch in eine beliebige Sparkassenfiliale in Bremen, in solch eine Bremer Bücherkiste, damit die Kinder hier immer wieder neue Geschichten finden können.